Es ist ein riesiges Fest gewesen für alle Kinder in Göttingen. Überall in der Innenstadt wurde am Samstag der Weltkindertag gefeiert. Und deshalb ließen sich die Kleinen an etlichen Ständen schminken, bastelten sich Masken, warfen Dosen oder wurden sogar in einem riesigen Korb durch die Luft gedreht. Aber viele fieberten vor allem einem Termin entgegen. Denn Christoph von der Sendung mit der Maus war zu Gast in der Göttinger Thalia-Buchhandlung. Und nachdem er dort aus seinem neuen Buch vorgelesen hat, ging es für die Kinder endlich auch ans heiß ersehnte Experimentieren mit Christoph. Mit einem Luftballon zum Beispiel erklärte der 58-Jährige, der mit vollem Namen Christoph Biemann heißt, das Thema Elektrizität. Mit Brausepulver ging es um verschiedene Gase und dem Luftdruck kamen die Kleinen auf die Spur, indem sie ein gekochtes Ei ganz mühelos mit heißem Wasser durch einen schmalen Flaschenhals buxierten. Zum Schluss gab es für alle Autogramme. Wer trotzdem noch nicht genug vom Weltkindertag in Göttingen hatte, musste nur ein paar Schritte raus aus der Buchhandlung machen. Und schon ging es weiter.